Um die Zahl von über 250.000 Wildunfällen pro Jahr zu reduzieren, muss vorhandenes Wissen gebündelt werden. In diesem Crashtest will der ADAC klären, wie hoch die Gefährdung eines Kraftfahrers bei einem Wildunfall ist. Der Unfallgegner im Test ist ein kapitaler Hirsch, der rund 55 Kilogramm auf die Waage bringt. Die Gefahr besteht nicht nur in seiner Masse, sondern auch durch das spitze Geweih. Als Fahrzeuglenker sollte man natürlich auf Verkehrsschilder achten, die schon auf den Wildwechsel hindeuten. Aber auch spezielle Jahreszeiten sind also dafür verantwortlich, dass erhöhter Wildwechsel auftritt. Diesen Fall haben wir besonders im Frühjahr und im Herbst. Und da speziell die frühen Morgenstunden, das heißt die Stunden der Dämmerung bzw. die Abendstunden, wenn die Sonne langsam wieder verschwindet. Die Aufprallgeschwindigkeit wird bei diesem Test 40 km/h betragen. Zunächst die Kollision in Realzeit. In der Zeitlupe sieht man, dass die Motorhaube den Hauptaufprall abfängt und das Tier anschließend durch die Luft gewirbelt wird. Beim Aufschlag gerät der Hirsch dann auch noch unter das Fahrzeug. Aus der Perspektive des Fahrers wird erkenntlich, wie gefährlich dicht sich die Geweihspitzen dabei der Windschutzscheibe nähern. Beim Test gab es nur Schäden im Frontbereich. Die Windschutzscheibe ist intakt geblieben. Abhängig von der Geschwindigkeit des Fahrzeuges haben wir natürlich auch hier enorme Energien, die auf das Fahrzeug einwirken. Man sieht es auch an der Beschädigung im Pkw-Frontbereich. Man kann hier von Belastungen ausgehen, dass ein Tier, ein Hirsch, mit einem Gewicht von ca. 50 bis 60 Kilogramm gut das 15-fache seines eigenen Körpergewichts hier als Energie in die Fahrzeugfront mit einbringt. Wir reden hier von fast einer Tonne, die das Fahrzeug belastet wird. In unserem konkreten Fall besteht für den Fahrer hier die größte Gefahr durch das Geweih des Tieres. Das heißt, dass das Geweih hier durch die Windschutzscheibe in den Innenraum dringen kann. Ein größerer Hirsch würde natürlich hier auch die Gefahr aufwerfen, generell mehr Richtung Windschutzscheibe zu tendieren. Das heißt also, dass auch eventuell der ganze Leib des Hirsches hier eindringen kann. Die Wahrscheinlichkeit ist allerdings sehr, sehr gering. Und so sieht man, dass die Gefahr für den Insassen hier relativ gering sind. Und dadurch natürlich auch der Tipp, bevor man Lenkmanöver riskiert und dann Unfall mit dem Gegenverkehr kommt, wirklich hier die Spur beizubehalten und zur Not auch einen Unfall mit einem Wild eben zu akzeptieren. Dann ist aber Folgendes zu beachten. Nach einem Unfall mit einem Wild ist es also sehr, sehr wichtig, hier als erstes die Unfallstelle zu sichern. Das heißt, dass also diese Unfallstelle nicht noch einen weiteren Unfall hervorruft. Als zweites natürlich hier das Wild zu sichten und auch sofort die Polizei zu informieren beziehungsweise auch hier den zuständigen Jäger zu kontaktieren und diesen Wildunfall zu melden.